Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Das Video startet jetzt hier so ein bisschen random, wir machen ein bisschen was in der neuen Halle. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie der Titel sein wird. Wir müssen den Leihwagen zurückbringen, ich muss die Gurte noch wegbringen vom Trailer. Also das ist quasi so jetzt ein, beziehungsweise der zweite Tag nach dem Umzug. Ja, das müssen wir jetzt noch alles machen. Ich werde jetzt, wie gesagt, die Gurte holen fahren, dann die Gurte wegbringen. Vom Trailer und ja, damit ich auch kurz jung wieder bekomme und so weiter. Muss ein bisschen einkaufen fahren und dann werden wir auch noch den Leihwagen eben waschen gehen. Ich weiß nicht, ob ich das gleich noch mache oder dann erst bevor wir fahren. Ich denke mal erst bevor wir fahren. Kurz. Dann ist das sauber, wenn wir ankommen. Ja, vielleicht muss ich nochmal nachtanken. Ich habe zwar gestern schon getankt. Ich glaube 60 Euro habe ich reingetankt, denn der war fast leer. Also fast leer, nicht mal gepinkt, ne? Also war nicht mal Reserve oder sowas war. Über Viertel noch, deswegen habe ich einfach mal nachgetankt, egal. Ja, tanken wir noch ein bisschen nach und dann bringen wir den gleich weg. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit. So, Gurt habe ich abgeholt, Pfand ist eingeladen. Weiter geht's. War so klar, ne? War so klar. So, wir haben das Auto weggebracht. Also ich habe das Auto weggebracht und mein Taxifahrer hat mich abgeholt. Ja, wir fahren jetzt hier der Polizei hinterher, beziehungsweise einem Auto, was langsam fährt, weil er denkt, weil die Polizei das hier 50 ist oder so. Keine Ahnung. Wir fahren 50, ne? Ah ne, wir fahren 70. Fast 70. Naja, er kann sich nicht entscheiden. 61 oder so. Er hat nicht aufs Schild geguckt, deswegen hat er gesagt, fahr Mitte. Ja, ja. War es jetzt 50 oder 70? Egal, Mitte. Mitte. Okay. Ja, wie gesagt, Leihwagen abgegeben, der hat nur kurz drüber geguckt, abgegeben, fertig. Ja, waschen hätte ich den auch nicht sollen, hat er gesagt. Aber, keine Ahnung, ich habe es jetzt gemacht. Meine Güte, 6,50 Euro waren gut investiert, ja? Nicht. Das ist das allererste Mal, dass ich in eine Waschstraße, Waschbox, nee, die hier, Waschanlage gefahren bin. Wow, genau. So, ich und der Paul, wir gehen jetzt Mittagessen und dann mache ich noch irgendwas und der Paul macht auch noch irgendwas. Genau. Keine Ahnung. So, ich bin in der Halle angekommen. Gerade mein Auto halb ausgeräumt. Hab vorher mein Auto gewaschen. Übrigens. Ich bei Instagram gezeigt. Falls ihr noch nicht mehr auf Instagram folgt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ne? KTHYT, Instagram. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, müsste der Link sogar unten in der Beschreibung sein. Ah, ich bin fertig. Es ist so warm. Ich habe gerade hier noch ein bisschen so den Tisch aufgeräumt. Also gerade das Paket hier weggetan vom M-Armaturenbrett. Und ja, wie gesagt. Jetzt gucken wir mal, ich bin gerade so ein bisschen so hier, ich habe noch ein bisschen Zeit. Deswegen dachte ich, ich räume mal so ein bisschen hier so schon das Büro auf, sodass halt alles, was nicht ins Büro gehört, rauskommt. Weil wir haben das ja eigentlich nur hier reingeräumt. Aufgrund der Tatsache, dass da drüben halt alles gestrichen werden soll. Es wird auch nochmal gestrichen, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte. Ich habe noch das da alles und das werde ich dann nochmal streichen, aber nur die Stelle halt, wo die Bühnen stehen, weil ich möchte, dass es da noch ein bisschen dicker ist. Wie gesagt, man sieht so, das habe ich heute Morgen, glaube ich, erzählt mit den Stellen, wo man so sieht. Ist ja egal, auf jeden Fall, wie gesagt, das wird nochmal gestrichen. Ja, und jetzt werde ich mir meinen Arizona hier reinziehen, Laptop auspacken, hinstellen. Internet geht auch schon, theoretisch. Die Vormieter hier hatten wohl anscheinend auch 1&1, hat mein Kollege mir erzählt. Und jetzt hat mein Router hingestellt und das geht. Also ziemlich cool eigentlich. Ja, aber heute war mehr so ein Tag, alles erledigen, was erledigt werden musste. Den Leihwagen wegbringen. Und ja, das haben wir damit quasi alles heute gemacht. Ich bin ja mal gespannt, was die Versicherung sagt, was der Schaden ist. Aber ich schätze, also 2,5 mindestens. Ich gehe mal so auf 3 bis 3,5 hoch. So. Er meinte das auch so in dem Rahmen und der Wagen ist nicht so viel wert, deswegen wirtschaftlicher Totalschaden und so weiter und so weiter. Werden wir sehen. Ich gehe davon aus, dass der Wagen, also dass wir mindestens 2.000 ausgezahlt kriegen. Plus das Auto natürlich behalten dürfen. Das heißt reparieren das Auto für, keine Ahnung, für den Huni oder so. 2 neue Türen. Vielleicht noch eine Innenverkleidung, das weiß ich nicht ganz genau. Und dann Auto verkaufen. Ich meine, ist ja nichts dran am Auto an sich, außer die Türen kaputt. Und dann können wir meiner Mutter ein schönes Auto suchen.
Also, der Wagen ist super. Ich finde den E36 von meiner Mutter super. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir halt, meine Mutter will unbedingt eine Automatik haben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr meiner Mutter holen? Die möchte einen Touring haben, definitiv. Bin ich auch für. Also für mich ist das natürlich auch ganz geil, weil den kann ich mir dann immer leihen zwischendurch. Also eigentlich bleibt dann nur halt E39 oder ein E46. Natürlich können wir auch irgendwas aus anderen Marken nehmen, aber ich glaube, meine Mutter will da schon dabei bleiben, aufgrund der Tatsache, dass die Ersatzteile... Versorgung. Ich meine, die ist nicht besser, aber sie ist gar nicht so teuer, wie man denkt bei BMW. Ich glaube, es liegt eher daran. Keine Ahnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Idee. Muss natürlich Versicherungssteuer auch im Rahmen bleiben. Also so ein Golf braucht ihr mir gar nicht vorschlagen. Die sind meistens eigentlich relativ teuer. Wobei, es geht eigentlich auch wieder. Es halt kommt immer auf die Schadenspreisklasse an. Aber Steuer, ja, ist meistens aber teurer als ein... keine Ahnung, untermotorisierter E46 oder E39 oder sowas halt. Für meine Mutter wäre ganz geil, meine ich, den 520 Facelift, also den 170 PS Variante, 2,2 Liter. Oder halt alles höher, so Facelift-mäßige. Soll mir persönlich egal sein. Oder halt E46. Da würde ich aber den 330 vorschlagen, also auch Facelift. Müsste ja dann Facelift sein, naja, glaube ich, oder? Doch, müsste. 330 XI ist das aber dann, glaube ich, sogar, oder? Nee, jetzt habe ich kein X, oder? Ich weiß es nicht, ist egal. Also, wenn man so zukunftsmäßig sehen würde, wäre ein E39 besser, finde ich, für sie. Und jetzt braucht ihr nicht denken, von wegen, die kann keine großen Autos fahren. Die fährt im Beruf fährt die so einen riesen Neunsitzer-Bus. Also, das kriegt die schon hin. Also, da brauche ich keine Sorgen machen. Und vor allen Dingen für den E39 X-Trans Radio mit Rückfahrkamera, PDC überall, das wird doch perfekt sein für die. Das ist doch genau das Richtige. Wobei halt auch beim E46 möglich, logischerweise. Ne? Das wäre jetzt schon ziemlich cool. Müssen wir mal gucken. So, ich mache jetzt mal hier fertig, dann bin ich gleich nochmal wieder. Guten Morgen, es geht weiter. Wir werden heute eigentlich alles machen, was hier gemacht werden muss. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich noch gefilmt habe, aber ich habe so ein paar Tage zusammen gemischt. Ja, Plan ist, heute die komplette Verkabelung zu machen für die beiden Bühnen. Wie die jetzt genau stehen, ob sie jetzt so stehen, wie sie jetzt hier stehen, das werden wir gleich später entscheiden. Ich weiß nicht ganz genau, ob wir das so lassen oder ob die weiter nach vorne kommen, was mir meiner Meinung nach am sinnigsten erscheint. Ja, was soll ich sagen, das ist eigentlich so der Plan für heute. Die Segmente müssen noch getauscht werden, also wir werden die, denke ich mal, in die Mitte versetzen. Oder zumindest sehr in die Mitte. Dann müssen wir mal gucken, wie weit das passt. Wie weit wir das überhaupt machen können. Und whatever, keine Ahnung. Da wird auf alle Fälle das eine oder andere gemacht heute. Wir werden halt auch komplett neue Stromleitungen legen für jede, jeweils für eine Bühne, eine einzelne Phase. Vom Sicherungskasten aus. Und das ist ein richtig uralt Steinset hier. Das ist ein richtig, richtig alter Shit. Sehr wahrscheinlich werden wir früher oder später die Drehstromdosen hier versetzen. Aber ich sehe jetzt nicht ein, das jetzt zu machen. Ehrlich gesagt, hier sind zwei auf der Seite. Da hinten ist noch eine. Ich habe bis jetzt nicht ein einziges Teil, was Drehstrom braucht. Von daher ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Und wenn nicht, dann kriegen wir noch Verlängerungskabel oder was auch immer. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen müde. Es ist aber auch gar nicht so früh, ehrlich, also, ja, nee, es ist wirklich nicht früh, es ist 9 Uhr. Normalerweise wache ich halt auf um die Uhrzeit, und beziehungsweise eine Stunde, und dann fange ich an zu schneiden morgens oder so. Deswegen ist es halt ein bisschen früher für mich. Ja, ansonsten, was machen wir noch heute? Ja, wir grillen heute. Also wir grillen mit den Jungs, die jetzt hier geholfen haben, und so habe ich halt zum Grillen eingeladen. Da habe ich gesagt, komm vorbei, bring ein bisschen Fleisch mit, und dann können wir hier ein bisschen grillen, oder ich hole das Fleisch von mir so noch. Habe jetzt nichts gesagt, dass ihr was mitbringen sollen, deswegen scheißegal. Einfach so ein kleines Dankeschön, weil die alle geholfen haben. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich warte jetzt auf die Jungs. Wie gesagt, Karl kommt auch jetzt. Der ist unterwegs, soweit ich weiß. Hoffen, der nicht verpennt. Glaube ich aber nicht. Bei dem glaube ich das nicht. Der verpennt nicht. Das ist so jemand, eigentlich ist er sogar eine halbe Stunde zu früh da. Glaube ich. Auf jeden Fall nochmal in diesem Video vielen, vielen Dank an alle Helfer. Auch die Helfer, die jetzt hier mithelfen einzuziehen und so weiter. Das ist halt alles mega, mega cool, und freut mich auch, dass alle am Start sind da. Richtig geil.
Ich freue mich. So, ich mache mir jetzt mal meine Energy auf und dann bin ich auch ein bisschen fresher beim nächsten Take. Ich weiß nicht, wo wir das letzte Mal jetzt gewesen sind hier bei dem Video, aber ich habe die Werkbank hingestellt. Ich weiß nicht, ob ich euch gezeigt habe. Ja, Werkbank steht, die Dinger habe ich dran gemacht, also die hinteren Teile. Und wie ihr seht, Bühnen sind dran. Das habt ihr, glaube ich, schon gesehen oder werdet ihr noch sehen. Eins von beiden, ich bin mir nicht sicher, wann welches Video kommt. Aber worum es eigentlich geht, ist, der Karl hat hier alle Segmente von Lampen quasi rausgemacht. Ihr seht, die liegen da alle auch auf dem Boden. Ja, oder wir haben die alle zusammen rausgemacht. Das haben wir jetzt quasi auch hier soweit fertig gemacht. Ja, ist, ist schon ein ziemliches Chaos hier. Ihr seht, wie viel Kabel hier runterhängt. Wir müssen uns jetzt gucken, dass wir neue Kabel, ja, Sachen legen, weil das hier irgendwie ja, total komisch ist. Wir werden uns gucken, dass wir irgendwie das anders legen müssen, weil sonst würde hier überall Kabel hängen und ja, ein bisschen doof hier verdingst worden. Keine Ahnung, auf jeden Fall, es ist auch alles nicht mittig gewesen, es ist alles ein bisschen weiter links versetzt gewesen und nachher alles ein bisschen kacke deswegen. Ja, mittendrin, statt nur dabei. Ich habe gesagt, wir haben alles rausgefummelt und müssen das alles neu legen. Genau, weil die Zuleitungen, wie man liegt, liegen etwas ungünstig. Genau, das ist eine Zuleitung, das ist eine Zuleitung und das ist eine Zuleitung, richtig? Ja. Genau, die drei. Da alles an der falschen Stelle. Genau, weil, wie gesagt, die beiden Seiten wandern ja weg und es geht jetzt nur eine durch die Mitte später. Und hier machen wir eine Zwischenstrebe hin. Liegt auf dem Boden. Genau, die habe ich im Ja, Fall. Schon vorbereitet. Die sind schon vorbereitet, die können da hin, da müssen wir nur noch die Streben reinmachen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele willst du da reinmachen? Eine, ja, oder die wir haben. Nein, ich meine nur hier diese. Zwei. Zwei, ne? Ja. Und hier gleich der nächste für den langen Weg. Okay, genau, so habe ich mir das. So quasi der Abstand, wie er jetzt auch ist. Ja. 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 Das ist eigentlich sehr gut. Das ist ja schon gut vorgegeben. Eigentlich schon. Nur ein bisschen kurios gewesen jetzt hier, wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Zuleitung vielleicht noch irgendwo anders finden. Ihr seht ja, da oben kommen überall die Kabel raus. Da hattest du, glaube ich, auch gemessen, ne? Ja. Welcher war denn das nochmal? Welcher? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir hatten gemessen. Da wir hatten gemessen. Das ist ein extra. Es ist, glaube ich, einer von den Stromkreisen. Wir haben zwei Stromkreise, hätten wir jetzt schon für die Lampen hier zu schalten. Genau. Na, und einer wollte. Wobei, einer ist ja der. Also ist jetzt nicht wirklich existent, weil das sollte ja nicht. Ja, wir haben drei Schalter. Ja. Na, und den einen, der hier extra ist, den wollen wir halt für so eine Art Durchgangsbeleuchtung nehmen. Und die anderen beiden als Werkstattbeleuchtung. Na, wobei das da hinten nicht so sinnvoll ist. Nee. Ja, das war halt vielleicht vom Vormieter anders gedacht. Ich weiß nicht, ob man das noch sieht, aber bevor ich den Boden hier gestrichen habe, hier, komm mal mit, kannst du das auch gucken? Ja, hab ich schon gesehen. Ich weiß nicht, ob man das noch sehen kann hier, aber das wurde hier, na, man kann es nicht durch die Farbe mehr sehen, das hier wurde abgetrennt. Das ist quasi das hier, was jetzt hier so geht, so viereckig. Das wurde quasi hier anders beschichtet unten im Boden. Ja, man sieht es aber, doch hier. Hier. Da. Ja. Und du siehst ja in der Decke, siehst du noch, dass hier Holzbalken drin waren. Genau. Ja. Genau, die hatten sich das hier abgetrennt quasi und haben das als einzelnen Raum gehabt hier. Was meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll ist, weil wenn du hier rein und raus willst, ja, bisschen eng, ne? Von daher. Und die sind so schräg angebracht, was auch nichts bringt, ne? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, die leuchten mehr zur Decke als im Boden. Ja. Naja, das werden wir dann, denke ich mal, auch noch ändern. Aber eins nach dem anderen, würde ich sagen. Eins nach dem anderen. Weil, guck mal, was mir gerade einfällt, ist, du kannst ja auch gar nicht zwei machen. Guck mal, weil die Gewindestange ja da im Weg ist. Die guckt ja unten raus. Das heißt, du kannst in die Mitte eine machen. Genau wie da die beiden. Das sehen wir dann. Ich habe schon einen Plan. Du hast einen Plan. Okay, ja. Wenn Karl einen Plan hat, dann ist der Plan, dann steht der. Wir haben Gerüst von meinem Nachbarn, von meinem Vermieter bekommen hier und Karl hat es umgebaut. Weil normalerweise gehört diese Platte hier ungefähr auf die Hälfte, ja, ne, damit man oben sich festhalten kann. Genau. Aber damit können wir hier drin nichts anfangen. So cool. Ja. Also haben wir das mit einer Leiter, die man auch nicht benutzen kann, weil die nämlich kaputt ist, haben wir das Gerüst hier etwas erweitert. Ja. Und es ist stabil. Es ist stabil. Ja, genau. Wenn wir es mit Kabelbindern und Spanngurten haben wir das alles jetzt mit Schraubzwingen alles so ein bisschen zusammengedingst. Ja. Und das hält. Das hält. Das hält.
Bin zwar immer ein bisschen am Zittern, wenn du da oben drauf stehst, aber... Wieso? Nee, mach das jetzt nicht, ich mach das jetzt nicht. Ich krieg ja mal ein bisschen... Also wenn das mein Gewicht aushält, dann ist das okay. Ja, ich bin aber ein bisschen in der Panik. Ich habe auch die übelste Höhenangst, Leute. Also, ne, großen Respekt an dich, Karl. Und Dankeschön auf jeden Fall für deine Hilfe hier. Oh, ich krieg schon wieder zu viel, ne? Alter, oh, wenn ich das sehe mit der Leiter, ne? So, oh, das wackelt und dann bleibt du beim Runtergehen und sowas, nicht, dass du dann wegsegelst oder so. Ah, krieg ich schon zu viel. Ja, gut, wir werden dann jetzt erstmal, was wollten wir machen? Wir wollten Strom suchen, ne? Also die Kabel, ja, ob wir andere finden. Genau. Ja, das werden wir jetzt erstmal machen. Und ich muss den Akku wechseln, die Kamera ist auch fast leer. Aber Karl hat einen Plan, also das wird wieder. Anmoderation, los. Jetzt? Jetzt, du darfst. Jetzt. Soll ich jetzt was sagen? Warte, jetzt. 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 Okay. Nein, der Karl hat was richtig Cooles gebaut und er wollte, dass ich das euch mal erkläre. Ja. Das ist eigentlich eine richtig coole Sache. Weil wir machen jetzt hier diese tollen Gewindestangen in die Decke rein. Genau. Und das machen wir hier mit einem ganz normalen Dübel. Ganz normalen Holzdübel. Ne? Ja, dreh den mal ab. So, und damit das halt sich reinschneidet, haben wir in die Gewindestange vorne so zwei Dreiecke reingeschnitten. Und das wirkt jetzt wie ein Gewindeschneider. Genau. Reicht. Ja, ich weiß nicht, wie viel Teile denn reingedrückt hat. Ja, das drückt es schon bei. Okay. Ich gehe mal da oben rein. Soweit es geht. Ja, das sieht gut aus. Ja. Der hält. Das hält. Das hält. So. Der einzige Nachteil ist bei uns hier, wir müssen halt wirklich die Latten finden darunter. Sonst hält das natürlich nicht. Also eine Dachlatte sollte das Minimum sein, so ist Futter. Und dann hält das auch. Ja. Und so sind alle anderen halt auch befestigt, ne, die ganzen Segmente hier überall. Gestern haben wir einen Belastungstest gemacht. Ja, die Stange da vorne hält 80 Kilo aus. Genau. Da haben wir jemanden dran gehängt. Genau, der 80 Kilo wogte. Der hat das aber nicht lustig gefunden. Nein. Ja, gut. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt gehen wir weiter, machen wir noch zwei. Ja. Und dann können wir die langen Segmente für die Mitte auch da fertig machen. Falls euch das aufgefallen ist, Karl steht jetzt mal nicht in der Mitte von den zwei Bühnen. Geht leider nicht anders. Ja. War jetzt nicht möglich, das direkt in die Mitte zu machen. Aber solange es über der Säule ist, ist es ja kein Problem an sich. Weil da stört die Säule, also da stört das ja nicht. Von daher ist das eigentlich ganz geil so. Oder? Ja. Perfekt. Perfekt. Ja. Kabel liegt auch schon da, haben wir auch schon rübergelegt. Wir haben alle Zuleitungen gefunden und markiert, richtig? Alle Stromkreise, ja. Ja, alle Lichtzuleitungen, ne? So. Ja, was? Die ist hier noch rumhängen, die müssen wir noch abmachen, die sind halt überall. Die können wir oben abmachen, ne? Die machen wir oben ab, ja. Ja, die auch, ja. Ja, und dann. Ja, alles, was jetzt noch so runterhängt, das kommt weg. Genau. Der hier, der da und der da hinten. Das ist unser Provisorium, das genau. Wir nicht haben. Genau, wenn die nicht dran wäre, hätten wir gerade gar kein Licht. Wobei doch, die hinteren würden trotzdem gehen, ne? Das reicht aber nicht. Nein. Die ganz da hinten. Die ganz da hinten, die vier oder fünf, sechs. Das ist ja nur für den Tisch. Genau, Tischbeleuchtung. Ja gut, wir machen weiter und gucken, dass der Karl nicht von der Leiter fällt, ne? Ich habe so eine Höhle, also ich kann das nicht mal sehen, dass Leute auf der Leiter sind und sowas, ne? Vor allen Dingen, wenn er da ganz oben die Dinger losmacht, da steht er auf den letzten zwei Sprossen, dann kriege ich schon Herzklabaster, ey. Aktueller Stromlichtstand. Wir sind im Dunkeln. Ja, scheiße was. Ja. Die Leute, die es nicht gesehen haben im Livestream, ne, da wissen wir, was passiert ist. Karl hat hat den Sicherungskasten gesprengt. Lügner. Ja, nee, wir verkabeln gerade die zweite Hälfte, oder die alle. Nicht mehr viele Lampen, wir haben noch die zwei Lampen. Die müssen gerade hier in die Lampen rein. Eigentlich ganz easy, haben wir gedacht. Ja, hat doch länger gedauert als geplant. Aber das Stück ist zum Beispiel schon komplett dran. Das haben wir geändert und verlängert, dass es halt für die Werkbank noch mehr Licht erzeugt. Ja, früher oder später werden wir, denke ich, noch mehr machen. Wo habe ich denn hin? Ich habe eine Tasche. Ja. Hier. Er ist der Mann mit dem Seitenschneider. Ja. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön, meine ich.
Ja, so, kleine Lehrstunde, wie man richtigen Kabel abisoliert. Wir brauchen natürlich das richtige Werkzeug. Na, passende Länge. Einmal abziehen. Das Zeug hier abpiedeln. So, und dann, wie viel waren es? 14 mm. So, zack, kannst du nachmessen. Oh, ich habe ein bisschen in die Ecke gefilmt. Macht nichts. So, und dann kommt das hier rein. Ja. Das sind nur drei, das weißt du, ne? Ja, macht ja nichts. Reicht ja, für einen anzuklemmen. Ja, weil ich eben über 5 Wochen gemacht habe. So. Im schlimmsten Fall macht man hier nochmal 5 Wochen drauf, ne? Genau. Wo müssen wir jetzt hin? Nochmal kurz hin. Einmal so, da. Dann haben wir die Lampe, dann haben wir die Lampe. Und wir müssen noch in die hier dran. Ja, gleich wohl. So, da haben wir hier nichts vergeuden. Seitenschneider. Oh, linke Hand. Ah, der Karl, der hat das schon drauf. Der kriegt das hin. Ja, die haben voll viel Müll gemacht. Das ist mir egal. Du kannst hier sauber machen. Ja, ich mache nur die Arbeit. Ja, das war mir schon klar. Aber muss man sauber arbeiten? Nein, muss man nicht. Nicht? Nein. Okay. Man kann sauber arbeiten, man muss es aber nicht. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Richtig geil, soweit ist jetzt fast alles fertig. Nur noch die, wie gesagt, Lampen verkabeln. So. Und dann werden wir noch die zwei Bühnenkabel legen. Und dann sollte es eigentlich auch gewesen sein, weil wir haben Sonntag fast schon Abend. Und ja, keine Lust mehr auf gar nichts, ehrlich gesagt. Ich bin so fertig, ey. Die zwei Tage jetzt heute, die haben wir jetzt schon eigentlich gefehlt. Aktueller Stand, und das ist auch der letzte Teil jetzt vom Video. Ich bin fertig. Könnt euch das Massaker mal angucken. Überall liegt irgendwas rum, überall ist irgendwie was am Boden liegen. Aber das ist nicht schlimm, weil das bedeutet, es geht weiter. Das ist übrigens Kabel, was auch über ist. Das ist schon mal sehr gut. Für die, die sich fragen, was wir hier gemacht haben. Also, ich erkläre nochmal ganz kurz. Ich halte mich wirklich kurz. Ihr habt vorher gesehen, dass diese bis nach vorne ging, also diese U-Leiste, wo die Lampen dran waren. Und hier genauso, von hier nach hier. Das Problem ist, dass es genau in dem Weg von den Bühnen ist. Die Bühnen konnte ich nicht anders hinstellen. Das ist aktuell die beste Position für alle beide Bühnen und so, dass man an beiden gut arbeiten kann und vor allem, dass man sich nicht zu viel Platz wegnimmt. Ich weiß, man hätte sie schräg stellen können, dann muss aber die Seite komplett frei sein. Wenn ihr die hier quasi an die Wand gestellt hättet, wäre das Fenster zugestellt gewesen, was nicht schlimm wäre, im Gegenteil, aber ich hätte quasi die ganze Wand hier nicht nutzen können, weil man braucht die wirklich zum Reinfahren. Dadurch, dass die dann so weit da vorne steht, das ist nicht so breit hier, wie ihr denkt. Das sind, lasst mich lügen, 9 Meter maximal. Das ist wirklich knapp bemessen. Es würde gehen, ja, aber die bessere Lösung ist diese hier. Ich wollte, dass die Bühne nicht zu weit weg ist von der Werkbank, aber auch weit genug, dass man mit einem Motorkran zum Beispiel mal einen Motor ausbauen kann. Wir haben hier von der Bühne bis zum Tisch 5,5 Meter. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ein Fünfer drauf steht. Das heißt, wir haben hier, beziehungsweise erstmal hier, die ist 1,5 Meter weiter nach vorne gerutscht. Das heißt, wir haben hier 3,5 Meter circa, beziehungsweise fast 4 Meter. Genau ist das jetzt nicht ausgemessen. Ne? Das ist jetzt wirklich nicht genau ausgemessen, dass das jetzt wirklich 4,5 Meter oder so von der Wand weg ist. Wir haben geguckt, dass sie gerade stehen. Optisch gerade stehen, nicht tatsächlich gerade stehen, weil das hier tatsächlich alles nicht gerade ist. Wir haben von der Wand bis zu der Wand einen Unterschied von über 50 cm zu der Ecke und der Ecke. Also von daher, die Wand ist auch krumm, ich glaube auch um die 40 cm oder sowas, wobei die gar nicht so lang ist, aber es ist wirklich ein Unterschied. Deswegen haben wir sie versucht optisch gerade zu stellen. Sie steht tatsächlich nicht 100% zur Wand gerade. Ist aber nicht schlimm, wie gesagt, das ist ein Altbau hier, das ist nicht, ne? Scheißegal. Ne? Ja, den Bühnenaufbau werdet ihr noch sehen. Da haben wir ein extra Video von gemacht, deswegen will ich da auch nicht so weit, nicht so viel drüber quatschen. Aber es ging halt darum, dass diese Leisten quasi von den Lampen genau über den Bühnen ist. Und die Position so am besten. Warum versetzt? Weil sonst hätten wir hier keinen Platz mehr. Ich habe das Ganze gemessen gehabt, der Fuß wäre hier gelandet.
Der Fuß wäre da. Das bedeutet, dass wir hier einen Durchgangsweg von 30 oder sagen wir 80 cm hätten. Dadurch, dass die große Bühne der Kasten auf der Seite ist, nicht wie bei der Garagenvariante an der Seite, haben wir hier das Problem, dass wir leider den Kasten quasi mitberechnen müssen. Das heißt, es wäre zu wenig gewesen. Ich habe das Ganze jetzt so berechnet, dass man hier mal auch mit dem Motorkran durch kann. Und das war jetzt quasi mein Goal, dass das so funktioniert. Ich kann sagen, das waren die ganze letzte Woche war ultra hart für mich. Die einen oder anderen haben sich ja auch vorher gefragt, warum hast du nicht richtig gearbeitet vorher und so weiter. Das ist der Grund. Ich kann das nicht durchgehen. Das funktioniert bei meinem Körpergewicht nicht. Deswegen habe ich halt mit YouTube auch angefangen, weil es halt ein Weg ist, dass ich doch was tun kann und vielleicht langsam an die Sache rangehe. Und diese Woche war wirklich hart für mich. Das Einzige, was ich jetzt heute noch machen werde, ist vielleicht hier noch durchfegen, alles ein bisschen aufräumen. Der Boden ist übrigens wieder kaputt gegangen. Da muss ich mit meinem Vermieter sprechen, weil das ist halt so eine alte Rinne gewesen hier. Vielleicht können wir die, ihr hört das? Warte. Ist hohl. Ne, also da vielleicht müssen wir da irgendwas nochmal neu drüber machen. Ich habe noch ein bisschen Farbe, das ist kein Problem. Das können wir wieder schön machen, aber ist halt schade, dass es weggebröckelt ist. Achso, und wisst ihr, was noch cool ist? Karl hat das alles so geändert hier, was wirklich, wirklich geil ist. Und zwar, ihr seht ja, dass jetzt hier das aus ist. Ne, die Lampen hier. Die sind ja aus. Und die sind jetzt separat schaltbar. Das ist halt geil. Das war vorher ein bisschen ja, kurios geschaltet. Wir haben hier Schalter 1, ist jetzt aktuell ohne Funktion, beziehungsweise ist mit Funktion. Der schaltet diese Röhre da hinten, die ist nur als Durchgangsbeleuchtung da quasi, also es ist eine von, dreht mich tot, wie viel Lampen hier. Aber das Coole ist, die zwei, schaltet die da hinten, also es ist nur die Seite, die angeht, zack. Die werden auch noch ein bisschen weniger werden, weil das sind zu viele. Die werden wir dann ein bisschen anders verteilen. Und der Hauptteil, die zwei quasi, also die drei hier in dem Fall, weil der Schalter hieß jetzt 3, Karl hat die benannt. Ja, das ist jetzt, oh, ups. Einmal machen, sonst kriege ich Ärger von Karl. Ja. So, wieder da. Sag ihm das bloß nicht. das ist der Schalter 3 und der schaltet halt alle hier. Das ist halt schon ziemlich cool. Ja, und ja, die anderen sind über die 2 schaltbar. Geil. Geil. Gefällt mir. Perfekt. Und zwar haben wir Nachschub bekommen, Leute. Von Autodoc. Und zwar habe ich wieder was bestellt. Ich weiß nicht, wann wir das machen können, aber wir werden es machen, sobald Zeit da ist. Ja, also ich habe das jetzt extra schon bestellt, damit das Ganze auch schon da ist. Nur zur Info, es gibt auch einen 3% Gutschein jetzt, soweit ich weiß, ohne Beschränkung und der gilt die ganze Zeit. KTECHYT, 3% Rabatt, egal wie viel ihr bestellt. So, und da ich ja für die Zukunft plane und mein Auto ja über den Winter noch ein bisschen was fertig machen möchte, habe ich was bestellt für mein Auto. Und zwar, erstmal haben wir von Bosch zwei neue, die ihr schon sehen könnt, denke ich. Zack. Und dieses Messer ist so geil. Danke, Rainer. Ey. Das Ding ist der Wahnsinn. So, und zwar habe ich zwei neue Bosch Lambda-Sonden gekauft. Ich habe, wie gesagt, ein, zwei... Oh, die sind hervorgedingst. Oh, da ist hier Dings drauf. Oh, ich liebe neue Sachen. Ja, auf jeden Fall, die werden wir ersetzen. Das sind die beiden Lambda-Sonden. Ich weiß nicht, ob sie kaputt sind. Ich habe das Gefühl, dass eine davon oder beide davon so ein bisschen Mucken machen. Man kann die Lambda-Werte sehen, aber der Imper ist zu langsam, um reelle Daten zu bekommen. Und dieser Ausschlag, das ist meistens immer nur Sekundentakt. Und das ist halt mit meinem Auslesegerät leider nicht möglich festzustellen, ob sie jetzt kaputt sind oder nicht. Das Problem ist, dass der sehr, sehr, sehr stark abmagert. Und ich weiß nicht warum. Und Lambda-Sonde ist halt ein Punkt. Ich kann es nicht ausschließen. Deswegen muss ich leider so anfangen, halt die Teile einfach zu tauschen. So blöd es halt auch klingt. Ist scheiße, aber anders kann ich es quasi jetzt nicht reproduzieren. Den Fehler, also zumindest den Fehler finden. Dann, die haben gekostet 42 Euro. Nee, doch. 42,18. Genau. Ja.
84,38 Euro insgesamt. Ja, also das geht eigentlich. Die sind jetzt nicht so teuer gewesen. Damals habe ich gedacht, dass sie über 100 Euro kosten. Sind sie aber nicht, beide zusammen 84 Euro. Also das geht eigentlich, klar. Dann habe ich, wie gesagt, vorgesorgt. Und zwar habe ich für mein Auto schon mal vorgekauft. Ich habe jetzt noch nicht alle gekauft, aber ich habe angefangen. Die sind halt nicht günstig, deswegen. Und da ich das ein bisschen aufteilen wollte. Und zwar haben wir hier jeweils 8 neue Hydro-Stößel für mein Auto. Die sind vorgeölt, wie ihr seht. Aber sobald die anderen da sind, werden wir die alle erstmal mindestens 2-3 Tage in Öl einlegen. Die werde ich aber dann in den kommenden Monaten bestellen. Wie gesagt, die sind nicht günstig, die sind ein bisschen teurer. Und ich wollte nicht alles auf einmal bestellen. Und da die Landesonden wichtiger waren. Ja. So, dann haben wir hier 16 Stück. 32 brauchen wir bei meinem Auto. Das heißt, ich denke mal, nächsten Monat oder übernächsten Monat bestelle ich die nächste Runde. Ja, Artikelnummer, falls euch das interessiert, wäre hier 85004500. Die sind von Ayusa. Neue Hydro-Stößel. Passen in einen BMW, Chrysler und in einen Dodge. Doch, ja, ist richtig, ja. Ja, ist eigentlich scheißegal. Ich meine, wenn die Teilnummer stimmt, soll es mir egal sein. Theoretisch würden sie auch in den Land Rover passen, weil da ist derselbe Motor wie meiner verbaut. Gut, alles zusammen hat gekostet knapp 300 Euro, nicht ganz. 169 Euro haben die hier gekostet und 84 Euro die hier, also wie gesagt knapp 300 Euro. Wie gesagt, Gutscheincode KTYT eingeben, 3% Rabatt bekommen. Ich zeige zwei, obwohl ich drei meine. Ja, auf jeden Fall, die beiden Sachen habe ich jetzt schon mal bestellt. Das ist einfach nur für Zukunft. Das werden wir, ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir verbauen, aber wir werden es verbauen. Wie gesagt, das Ganze von Autodoc, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Müsste der erste Link in der Beschreibung sein. Und wie gesagt, den 3% Rabattgutschein. Das war's von mir. Das Video ist ultra lang geworden. Ich hoffe, dass ihr ja bis zum Ende zugeschaut habt und es euch gefallen hat. Es wird auf alle Fälle ein bisschen länger, auch jetzt am Ende. Aber das Ganze, ich bin super, super gehypt. Es funktioniert megamäßig. Es hat alles bis jetzt so gut geklappt. Der Karl hat megamäßig geholfen hier, was das angeht. Also vielen Dank auch nochmal an den Karl. Ne? Haut mal ein fettes Dankeschön in die Kommentare. Das wäre mega nett von euch. Und ja, von mir natürlich auch ein Ultra-Dankeschön an Karl. Ja, es bleibt mir nur zu sagen, als haut rein, bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, kommentieren, liken und natürlich ein Abo dalassen. Die Glocke nicht vergessen, damit ihr die immer benachrichtigt. Wir streamen ja des Öfteren hier. Und ich habe auch schon was für die Zukunft, für die Livestreams bei Twitch. Das sind zwar Überwachungskameras, aber damit kann man livestreamen. Also haltet euch fest, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.